stehe nun auf dem Dach des Hotels Gilgal von Jakob Damiani, dem bekannten messianischen Juden und Buchautor, und mache einen Rundblick über Tel Aviv am frühen Morgen um 6:30. Wir sind durch Gottes Gnade gut gelandet und haben jetzt einen langen Tag mit Fahrt entlang der Küste des Mittelmeeres bis Haifa und dann noch zum See Genezareth, das Mittelmeer. Hier im Versammlungsraum haben wir biblische Motive, wie auch im gesamten Haus. Und hier sind auch Wortdienste, mitten in Tel Aviv. Und hier sind wir in Jaffo, im biblischen Joppe, wo Tabitha von den Toten erweckt wurde. Haus von Simon dem Gerber, wo der Apostel Petrus nach der Überlieferung zu Gast war. Und hier in der Nähe wurde auch Tabitha von den Toten auferweckt. Tel Aviv, von Joppe aus gesehen. Nach der biblischen Geschäftskehr Richtung Tel Aviv. Dass die Stämme Israels über den Jordan zogen und wir werden noch kommen, ungefähr an der Stelle, wo das die Gruppe in Caesarea. Eine Kopie vom Original, ja, das im Museum ist. Und das hat man gefunden 1966, als man das Theater da hat ausgegraben. Der Pontius Pilatusstein. Zweitverwendung, ja. Das ist eine Zweitverwendung. Aber Sie sehen, was da steht. Tiberium, also ein Gebäude oder ein Hain, das gewidmet war an den Kaiser der damaligen Zeit, Tiberius. Us Pilatus, ja. Präfekt von Judäa steht da. Also genau den Titel, ja. Ja. Nicht Oberleutnant, sondern noch eins höher. Sozusagen. Aus dem Neuen Testament kann man das nicht genau herauslesen, was er war. Aber Rundblick über Caesarea, das oftmals zerstört wurde, aber heute eine blühende Stadt in Israel ist. Hier hat sich der Apostel Paulus auf den Kaiser berufen, in Caesarea am Meer. Und hier war er inhaftiert, im Palast des Herodes. Das Hippodrom des Herodes. Von der Zuschauertribüne aus gesehen. Und hier ist der Prophet Elia dargestellt auf dem Berg Karmel. Vom Karmelberg, wo Elia war, blicken wir jetzt in die Jezreel-Ebene, wo die Schlacht von Harmagedon stattfinden wird, gemäß Offenbarung 16. Eine riesige, heute noch fruchtbare Ebene. Und hier das umgebende Waldgebiet, wo große Waldbrände gewütet haben. Sie haben kurz unter dem Karmelkloster Halt gemacht. Magedon bedeutet der Berg, ja, Megiddo. Und da müssten wir dann so 50 Kilometer in diese Richtung rechnen, dann würden wir sowas Ähnliches sehen. Und dann das Tal hier, als die Vorstellung in dem Tal von Armageddon, der letzte Kampf der Welt. Christ, Antichrist, ja. Wir kennen die Geschichte mit Deborah, die kämpft gegen eine Koalition von 31 Könige von Kanaan. Ja.
Hinter dem Bahai-Tempel das deutsche Viertel, wo die Templer die Endzeit erwartet hatten, direkt in dem Bahai-Tempel. Hier war die Kolonie. Und wir nehmen die Bahais. Einen feiern, die anderen schuften. Und hier gehen die russisch-orthodoxen hinunter zu den Bahais. Der hat keine symbolische Bedeutung, hat nur schön, ja? Das ist der Gedanke von dieser persischen Gärten. Eine Inschrift manchmal. Hier ist die deutsche Kolonie. Ja. Wo die Templer hier die Wiederkunft Jesu erwartet. Die schnurgerade Straße. Allerdings in der falschen Stadt. Was da steht auf dem Eingang, über den Eingang manchmal. Nun fahren wir noch durch die unterste Etage von Haifa. Bus überholt Bus. Ein Haus wie ein Schiff. Verkehr in Israel zwischen Haifa und Nazareth. Abendverkehr. Sie haben es hingeschrieben, jeder, der eine andere Religion als Islam wählt, kann nicht gerettet werden. Steht hier auf diesem Schild, direkt vor der Verkündigungskirche. Die Kreuzritter. Die wurde auch zerstört von dem Ostern-Sacher. Dann im 18. Jahrhundert eine kleine Kirche. Die Türken haben zugestimmt, ja, damals. Und diese Kirche ist die fünfte an dieser Stätte, ja, gebaut in 1969, hat man sie in Besitz genommen. Und hier das Innere der Verkündigungskirche in Nazareth mit der sogenannten Verkündigungsgrotte. Oder Mariengrotte wird es leider auch genannt. Mit Abendstimmung nun. Sonnenaufgang in Tiberias über dem See Genezareth. Meter unter dem Meeresspiegel. In Tiberias am See Genezareth. Der Einstieg in das Boot auf dem See Genezareth. Da hinten Kapernaum, da drüben Gadara und hier unten Yadenit, der Ausfluss des Jordans Richtung Todesmeer. Und hier oben Tiberias. Ein weiteres Touristenboot auf dem See Genezareth oder Lake Kinneret. Und im Hintergrund Tiberias. Eine römische Stadt, die zur Zeit Jesu als unrein galt. Hier der Blick Richtung Hermon, Kapernaum. Magdala, Berg der Seligpreisungen und der Blick nach Kapernaum.
Friede über dem See Genezareth. Japaner um. The Crown of Jesus. Die Stadt Jesu, so deutsch übersetzt. Unsere Gruppe tritt herein. Synagoge und kam in das Haus von Simon und so weiter, die Schwiegermutter, und das wurde schon sehr früh da gezeigt. Das ist aus der Zeit Jesu. Da war ein Raum, und im 2. Jahrhundert hat man Einrichtungen gefunden, die das Haus des Petrus, wo Jesus die Schwiegermutter Petri geheilt hat. Die jüdische Legende sagt, dass der Fels, der durch die Wüste zog, hier im See Genezareth hineingefallen ist und hier das Wasser geschenkt hat. Und da ist sogar etwas Richtiges dran. Genau hier begann das geistliche Wirken unseres Heilandes in Kapernaum. Hier an diesem Ufer hat er die ersten Jünger berufen. Und wir dürfen nun hier sein. Gelobt sei der Herr, dass wir dieses hier erleben dürfen. Und hier nochmal ein letzter Blick auf die Ausgrabungen aus der Zeit unseres Heilandes Jesus Christus. Das Dorf, in dem er 3 Jahre hauptsächlich wirkte. Und hier nochmals der Blick auf das Haus des Petrus, wo nun diese Kirche gebaut wurde. Gepriesen sei der Herr. Amen. Und jetzt kommt ein ununterbrochener Pilgerstrom aus allen möglichen Nationen der Erde nach Kapernaum. Gott bless you. Sogar eine Hochzeit wird in Kapernaum gefeiert. Und hier schon der nächste Pilgerstrom. Kapernaum, die Stadt Jesu.
Ein wunderschöner See, direkt am Fuße des Hermongebirges. An unserem Restaurant, das sich hier drin befand. Hier ist unsere Gruppe, wie man sieht. Ich hätte es der schmale Weg genannt, aber es war nun so gelenkt. Und hier sind wir nun im Drusendorf. Ein Boot am Fuße des Hermon und auch die entsprechende Umgebung und das Outfit ist hier zu sehen. Der Hermon in voller Pracht direkt neben unserem Bus. Und hier haben wir gespeist. Die Abfahrt vom Hermongebirge Richtung Banyas, das ist Area Philippi, zur Jordanquelle. Ein gewaltiges Gebirge, was auch ein großer Wasserspeicher für Israel ist, beziehungsweise Wasserlieferant. Und nur nochmal in voller Pracht sich auftun. Wir hören, wie um uns herum es ständig knipst. Und diese Bilder sind wirklich unübertrefflich schön. Wunderbare Schöpfung Gottes. Hier, bekannte Petrus, Jesus ist der Sohn Gottes. Banyas, Caesarea Philippi. Jetzt sind wir im Tel Dan Naturreservat. Und hier sehen wir einen der Jordan-Zuflüsse, der in die Zegenezerin mündet. Wir machen jetzt eine Wanderung in Tel Dan. Wasser des Lebens, Wind aus den Felsen. Das lustige Stand. Das Heiligtum, das Jerobeam bauen ließ, nach der Reichsteilung im 9. Jahrhundert vor Christus. Und hier geht es weiter. Alles stammt da an Jerobeam. Unglaubliche Wege, die Renate Warnecke heute hier schafft. Und hier der Blick in die Jordansenke. Und er brach ab die Höhen, wo sie ihre falschen Opfer da gebracht haben. 2. Könige 23, Vers 8. Hier ist das Eingangstor zu Dan gewesen, zur Zeit des israelitischen Königtums. Hier, wo nun unsere Schwester und Bruder Mustler herablaufen. Bei Bet Alpha, das Mosaik einer Synagoge aus dem 6. Jahrhundert nach Christus. Hier links Nazareth und daneben der Berg Tabor, der Berg der Verklärung. Schon im 6. Jahrhundert standen hier drei Kapellen, eins für Jesus, eins für Mose und eins für Elia. Und links Nazareth. Ja? Das sollten sie doch gar nicht machen. Und hier, Tiefenangabe, du siehst Genezareth bei Tiberias. Jetzt haben wir die Abendstimmung bei Tiberias. Tiberias.
Was wir hier sehen, ist die Sonne, die um 6:30 morgens über dem See Genezareth steht. Immer noch sind wir in Tiberias. Und wir fahren heute über das Tote Meer hinab, den Jordangraben, und nähern uns dann Jerusalem, wo wir heute Abend eintreffen werden. Nun fahren wir durch die künstlich bewässerte Gegend des Jordangrabens entlang am Gebirge Samarias Richtung Todesmeer. Das ist der Kontrast von Gewächshäusern und Wüste. Nun kommt ein Palmenhain. Eine ungeheure Fülle von Bewässerungsanlagen, von Kibbutzim und dahinter die Berge Samarias. Hier geht es Richtung Nablus. Und nun wird die Landschaft immer karger und karger. Jetzt sind wir auf dem Rastplatz. Wie man sieht, findet sich ja auch hier mitten einer herrlichen Pflanzenwelt und im Hintergrund schon die Berge Samarias. Und hier ruht sich auf dem Müllberg Kätzli aus. Dort oben ist Shiloh, Ariel, Ramallah. Der Prophet Samuel hat abgewirkt. Das war das Zentralheiligtum. Heute Nablus und all die Pazienzerstelle. Wir sind jetzt in der Westbank und fahren Richtung Qumran, Totes Meer. Was war das eben? Und das nun ist die historische Taufstelle, wo sich Jesus und Johannes den Täufer taufen ließ. In der Nähe von Jericho. Am Jordan. Und auch hier finden heute noch Taufen statt. Genauso wie im Jordanit, wo wir gestern eine sehr gesegnete Taufe erleben durften. 6 Geschwister haben den Bund mit dem Herrn geschlossen. Gepriesen sei der Herr. Man sieht eindeutig, dass hier genügend Wasser war zum Untertauchen. Sie tauchen dennoch hier durch Begießen. Und es ist auch hier im Jordan eine Gemeinde, die macht hier im Jordan im tiefen Wasser die Begießungstaufe. An dem Ort. Und über dieser Originaltaufstelle wurde auch eine Kirche errichtet. Ehre sei dem Herrn. Auf der anderen Seite ist bereits Jordanien, die Stelle, wo Elia mit den Feuerpferden gen Himmel fuhr. Und dahinter, ganz in der Ferne, der Berg Nebo, wo Mose hinweggenommen wurde. Und hier hat Johannes der Täufer gewirkt, genau an der Stelle. Und da wurde auch der Herr Jesus getauft, eine Vorausschattung für seine Kreuzigung und Auferstehung. Und nun findet auch hier eine Taufe statt.
ein Junge lässt sich taufen. Rechts und links Minenfelder, direkt bei der Tauchstelle. Alles vermint. In Gilgal. Aber das war, genau wissen wir nicht. Hier sind viele Klöster gebaut, in der Nähe der historischen Tauchstelle. Inmitten von Minenfeldern, aber das ist schon verlassen. Was wir sehen, ist eigentlich die Gemeinschaftsräume, was der Gemeinschaft gehörte. Man hat nicht gefunden, wo die Leute gelebt haben. Vielleicht waren es Zelte oder vergängliches Material, aber nicht, wo die persönlich geschlafen haben, um so zu sagen. Was man zum Beispiel gefunden hat, in diesem länglichen Raum hier, vor uns rechts, drei Tintenfässer. Ja, mit vertrockneter Tinte, Rußtinte. Also das war die Schreibstube. Ja? Sozusagen, wenn jemand wieder mal ein Verbrechen gemacht hat, mit seiner linken Hand geredet, bitte dreimal Jesaja abschreiben. Ja, und so weiter. Da hinten, hinter den Gewächshäusern, das Tote Meer. Da hat er und Jordanien. Da war viel zu schreiben. Hier ist eine Töpferei und hier auch wieder ein Abstieg zum Reinigungsbad. Und das alles breite oberhalb Stufen des Totenmeers. Extrem, ne? Ölberg, Kidron-Tal und die Altstadt mit dem Tempelplatz. Und hier nun unsere Gruppe. Jerusalem am Abend. Und hier der Blick von Jerusalem in die Wüste. Jerusalem liegt am Rande der Wüste. Und was uns im Auge fällt am ehesten, ist ja die goldene Kuppel. Das ist der sogenannte Felsendom, denn darunter ist ein Felsen, wovon die Moslems behaupten, dass der Prophet Mohammed von diesen Felsen in den Himmel geritten ist mit seinem Pferd und den Koran der Menschheit gebracht hat. Dieser Ort heißt der entfernte Ort. So heißt es im Koran. Von dem entfernten Ort ist er in den Himmel gestiegen, den Koran zu bringen. Nur dieser entfernte Ort war ungefähr 30 Kilometer von Mekka weit, aber das haben die Moslems schon vergessen. Der Berg des bösen Rates. Und da ist heute der Sitz der UNO. Da oben die UNO auf dem Berg des bösen Rates. Wo die Antennen sind. Oberhalb der Hölle, des Hinnomtals. Hier ist die Hölle und da geht es direkt hinauf zur UNO, auf den Berg des bösen Rates. Gehenna-Tal, wo man früher Kinderopfer dem Moloch gebracht hat, hinter den grünen Bäumen. Und da oben die UNO. Ach so, da sind Kameras drauf. Blick zum Ölberg, Menschenmassen, die pilgern. Da sind Kameras drauf. Und da oben sind Kameras drauf, aber es sieht aus wie ein Kreuz. Zur Kontrolle der Taschendiebe. Ja. Schwarze Haare, schwarze Augen. Die Kontrollkameras haben eine Kreuzform, auch kein Zufall. Und wir haben auch noch gehört, auf dem Berg des bösen Rates war der Wohnsitz des Kaifers. Da wurde auch eine Inschrift gefunden und dort ist jetzt der Sitz der UNO. Christus verurteilt, Antichrist kommend. Es gibt keinen Zufall. Ich
Persönlichkeiten, Begin und andere Leute, die sehr bekannt sind. Im Judentum wird gelehrt, dass die Auferstehung hier beginnt, am Ölberg, was mit dem Neuen Testament übereinstimmt. Der Herr wird kommen vom Ölberg. Es soll verschlossen bleiben, es darf nicht geöffnet werden und niemand darf durch das Zelt hineingehen, weil der Herr, der Gott Israels, hier eingezogen ist. Darum soll es verschlossen bleiben. Nur der Fürst darf eben, weil er Fürst ist, sich hier niederlassen zum Opfermahl vor dem Herrn. Durch die Halle des Torbaus soll er reinkommen, auf den Wege wieder hinausgehen. Ja, aber verschlossen ist. Sie kommen alle von der Tränenkirche. Hallo. Hier kommt schon eine andere Gruppe aus dem anderen Land. Andere Kleidung. Und dann schon wieder die nächste Gruppe. Hallo. Wir haben die getroffen schon. Ein Holländer. Das sind die Holländer. Hallo. Und jetzt aus Asien. Asien. Aus Japan. Afrika, Australien, Indonesien. Wir haben Menschen aus allen möglichen Ländern schon gesprochen, sogar aus Australien heute Morgen. Preis sei dem Herrn, dass er die Menschen aus allen Nationen berufen hat. Olivenbäume oberhalb von Gethsemane. Wie der Hirsch schreit nach lebendigem Wasser, so schreit meine Seele zu dir. Leider haben sie aber auch hier oben Gott Vater noch dargestellt. Und das ist für jeden Juden gegenüber dem Tempel ein Riesenanstoß. Werden wir uns im Himmel wiedersehen. Wunderschön. Das Geschäft gehört natürlich auch dazu heutzutage leider. Und nun gehen wir durch das Tal hindurch, durch das Kidron-Tal hinauf. Vom Tempelberg. Und wir betreten nun durch das Löwen- und Stephanastor, wo Stephanus gesteinigt worden sein soll, die Altstadt Jerusalems. Zunächst das arabische Viertel. Und die typischen Gässchen und Jungs. Kein Tourist, sondern der wohnt wohl hier. Und nun verlasse ich Grabeskirche. Sei der Kreuzweg errichtet. Jüdische Menschen. Oregano.
Das ist damals gut vor. Golgatha. Das ist da oben da, oben am Berg. Da ist jetzt ein Friedhof drauf. Das war damals eine Hinrichtungsstätte. Sprich, dass dieses der historische Ort ist. Es heißt ja, dass Jesus außerhalb der Stadt gelitten hat. Ja? Nicht im Zentrum der Altstadt, sondern außerhalb. Wenn das eine Hinrichtungsstelle war, wie die Römer vorzeigen wollte, wie man mit Aufständigen umgeht oder was denn auch, dann sollte das ein Ort sein, der sichtbar war für die Vorbeigänger, dass man nun sozusagen von hier unten sehen konnte, ja, hier ist der Bestrafte. Golgatha. Und ich lese dazu Matthäus 27, Abvers 32. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie ihm, dem Herrn sein Kreuz zu tragen. Und als sie an den Ort namens Golgatha kamen, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Essig mit Galle vermischt zu trinken. Und als er es probiert hatte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Vom Prophet David aus Psalm 22, Vers 19. Und sie setzten sich nieder und bewachten ihn dort. Und hoch und oben über seinem Kopf befestigten sie eine Inschrift mit der Anschuldigung, und da stand geschrieben, dies ist Jesus, der König der Juden. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Da oben. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sagten, ja, du den Tempel abbrichst und ihn aufbaust in 3 Tagen, hilf dir selber. Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz. Ebenso spotteten auch die Hohepriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sagten, anderen hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen. Ist er der König Israel, so steige er nun vom Kreuz herab, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, er erlöse ihn nun, wenn er Wohlgefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der 6. Stunde an, es ist um 12 Uhr mittags, also mitten am Tag, kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur 9. Stunde, bis 3 Uhr Nachmittag. Und um die 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, sagt er stellvertretend, weil er jetzt unsere Sünde trägt. Und die Sünde scheidet uns von Gott. Einige aber, die dabei standen, sagten, als sie das hörten, er ruft den Elia. Und gleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sagten, halt, lass sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Aber Jesus schrie noch einmal mit lauter Stimme und übergab seinen Geist. Und jetzt wendet sich der Blick rüber zum Tempelplatz. Und sieh, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben bis unten. Und die Erde bebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der Heiligen, die entschlafen waren, standen auf und kamen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung, und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die bei ihm waren und Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, da erschraken sie sehr und sagten, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren viele Frauen da, die von fern zusahen. Die waren Jesus aus Galiläa gefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Joses und die Mutter der Söhne des Zebedäus.
Und dann kommt die Grablegung. Am Abend kam dann ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Josef, der auch ein Jünger Jesu war. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man solle ihm den Leib geben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn, das werden wir gleich sehen, in sein eigenes neues Grab, das er in einen Fels hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Und das passt hier alles auch geografisch sehr gut zusammen. Hier, Golgatha, und wenige Meter entfernt hier das Grab. Eines der Gräber, die man gefunden hat. Und kann sich hier sehr gut vorstellen. Wir wollen noch stille werden und beten. Wir nähern uns dem Gartengrab. Das Gartengrab im Jahre 2011. Er ist auferstanden. Halleluja. Wir haben hier Pfingstgruppen, wir haben hier russische Gruppen, wir haben Gruppen aus der ganzen Welt. Ist sehr voll im Gartengrab. Trotzdem ein überwältigender Bereich. Steht, he is risen, he is not here. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Den Leichnam Jesu, wickeln in Leinenkleider mit den Zutaten, wie es der Art der Juden ist, zu begraben. An dem Platz, wo er gekreuzigt wurde, war ein Garten. Und im Garten ein neues Grab,
wo noch nie ein Mensch gelegen hatte. Dahin legten sie Jesus, weil der Vorbereitungstag, der Rüsttag der Juden war. Besten am Gartengrab. Der Sonntag spürbar ist. Sonntag in Jerusalem. Sonntag. Tag des Herrn. So, ich dachte, dass sie dahinter stehen. Hier ist der siebenarmige Leuchter. Und hier gegenüber die Knesset. Die israelische Regierung. Zum Leben gebracht werden, ja, der Geist. Ja, also eine erste Anspielung auf eine, in der Bibel, auf eine Auferstehung. Ja? Ja. Darüber zwei Gestalten, beide gehören sie nach Bethlehem. Rechts davon ist Ruth mit der Garde. Wurde auf noch grausamer Weise umgekommen. Das ist eine Statistik. Ja? Eine Statistik. Wenn wir reden von 6 Millionen, ist eine Statistik. Wenn wir einen Fall haben, ist es eine Tragödie. Ja. Ist ein Unglück passiert. Ja. In diesem Falle geht es um eine Familie, die in Auschwitz gekommen sind. Und ihr einziger Sohn von 5 Jahren ist vergast worden. Sie haben den Krieg überlebt, sind nach Amerika gekommen und haben vor einigen Jahrzehnten die Initiative genommen, um ein Denkmal für ihren Sohn, aber gleichzeitig für die anderen 1,5 Millionen Kinder hier zu bauen. Zumindest dieser Sohn hat einen Namen, Uziel, hat einen Familienname, Spiegel, hat ein Alter von 5 Jahren, hat einen Todestag, einen Geburtstag, kann man sich identifizieren irgendwie. Ja? Der Rest ist alles Statistiken. Schauen Sie mal hier die Säulen da. Wir alle haben vielleicht ein Klassenfoto von unserer Klasse, ja, mit den Köpfen der Kinder. Das ist so wie ein Klassenfoto, wo die Köpfe fehlen. Das ist schon meine Lage und von allen Juden. Es scheint mir, dass seit der Zerstörung von Jerusalem Ähnliches nicht passiert ist. Das heißt, liebe Kinder, dass soweit wir feststellen müssen, dieser Brief ein Abschiedsbrief ist, und zwar ein Abschied von euch und auch von dieser Welt, denn solche Leute wie ich haben nichts mehr zu erwarten. Aber bei uns im Talmud steht, sogar wenn ein scharfes Schwert auf deinem Hals liegt, darf man auf die göttliche Gnade hoffen. Der Allmächtige, sei er gesegnet, kann noch helfen. Er könnte mich und ganz Israel noch helfen. Jedenfalls ihr Kinder könntet noch zum Allmächtigen beten, wenn der Brief euch noch bei Zeiten erreicht. An die 6000 jüdische Gemeinden, die ausgerottet wurden in großen Teilen, aus ganz Europa, manche mit 50.000 Einwohnern, jüdische Einwohner, manche mit einigen Hunderte, ja, auf diese Weise verewigt. Das Tal der Gemeinden. 6 Millionen Holocaust-Opfer. Tausende Gemeinden ausgelöscht. Welche Blutschuld hat hier das Nazi-Deutschland auf sich geladen? Hier der Schrein des Buches und direkt gegenüber das Modell des antiken Jerusalem. Und direkt vor uns der Tempel. Volkes, wo man dreimal im Jahr hinpilgerte. Und dieses war der Tempel, der zerstört wurde zur Zeit Jeremia, ja, der Babylonier. Und wenn 70 Jahre später die Rückkehrer aus Babylonien, Ezra, Nehemia, ja, dieser Zeit Zerubbabel, dann bauen Sie den zweiten Tempel, der auch nicht größer ist und nicht schöner wie dieser. Im Gegenteil, die alten Leute, die sich noch den alten Tempel erinnern, ja, bei Haggai,
hier das erwähnt, ja, wir erinnern sich, wie schön der alte Tempel war, die gute alte Zeit, und wie sieht er jetzt aus? Als nichts, so steht es bei Haggai, ja. Also der war auch nicht schöner und besser und größer als dieser Tempel. Und dann kommt unser Schwabe. Nero ist der Große. Schaffe, schaffe, Häusele baue. Und er wollte mal zeigen, was er kann. Nicht, dass er sein Volk so liebte, aber er liebte seine Vorgesetzten, wollte denen zeigen, was er alles kann. Und er wollte ja auch sein tausendjähriges Reich oder so etwas. Und dann ist ihm dieser Buxtehudeberg nicht gut genug. Was macht er? Ebel, ganz einfach? Einebeln. Nicht einebeln. Abtragen. Ah, anbauen. Typisch schwäbisch. So, ganz einfach. So. Ja, wenige Arbeit. An den vier Seiten Stützmauern gebaut. Dicke Stützmauern bis zu 3 Meter dicke. Ja? Und wenn wir heute noch an der Klagemauer kommen, ist das nicht ein Teil vom Tempel, sondern ein Teil an der Westseite, ja, von diesem Tempel von Herodes wieder aufgebaut. Ja? Viel größer, viel schöner. Eine viel größere Oberfläche kommt dabei heraus, ja, ist aufgefüllt mit allerlei, Nikanor von Alexandrien, so wie er hieß, war ein reicher Jude und der hatte dieses Tor geschenkt an dem Tempel, noch vor Herodes, und das war so schön und es war ein Wunder mit ihm passiert, dass auch Herodes das so gelassen hat. Aber das größte Wunder ist, dass man vor 120 Jahren ungefähr am Ölberg, nicht weit von der Stelle, wo wir waren, ein Grab gefunden hat mit einem Sarkophag und eingekritzt Nikanor von Alexandrien, der Bauer der Tore. Mhm. Der Bauer der Tore, gefunden vor 120 Jahren. Dann, wenn man da reinkommt, vor dem Tempel selber, im Freien, war der Felsen, der Altar. Der Altar. Ja, vor dem Gebäude. Okay. Und da haben die Männer mit Hilfe der Priester ihre Opfer gebracht. Zwischen Tempel und Altar, das hört sich so komisch an, wenn Sie an der Kirche denken, ja? Zwischen Tempel und zwischen dem Gebäude und davor war im Freien der Altar. Da wurde er ermordet. Und sein Blut schreit zum Himmel. Ja, wie es da heißt. Dann der Tempel selber, 60 Meter hoch. Oben auf dem Dach waren, ich glaube, 6000 Goldnadeln, damit die Vögel sich nicht draufsetzen, die Tauben und so, das beschmutzen, verunreinigen. Und die zwei Säulen, Boas und Jachin, ja, die ja erwähnt werden in der Bibel auch. Ja. Und dann kam man drin durch das andere Tor, das goldene Tor da drin, und man kam im Heiligen. In diesem Heiligen waren also die Schaubrote, da war das, ja, das Gefäß mit dem Wasser, das eherne Meer, wie es auf Deutsch übersetzt wird. Da waren die Leuchter, ja, die goldene Leuchter. Und hinter diesem Heiligen, hinter dem Vorhang, war das Allerheiligste. Das Allerheiligste, wovon der Hohepriester einmal im Jahr hinter dem Vorhang ging und den wahren Gottesnamen ausrief, um Gnade für das Volk und Vergebung der Sünden zu verlangen am Yom Kippur. Ja? Aber dieser Allerheiligste, der war leer. Ja, denn im ersten Tempel stand da die Bundeslade. Aber die Bundeslade war ja verschwunden, wie wir wissen, damals, zur Zeit des Jeremia. Und da war also nichts drin. Pompeius, der erste Eroberer von Jerusalem, Pompeius, 64 vor Christus, man erzählt von ihm, dass er mal vorgedrungen sei, er war ja Heiden, ja, hinter dem Vorhang und war höchst erstaunt, die Juden sind Atheisten, sie haben keinen Gott. Ja. Da ist nichts drin, leer. Ganze Tempel, ganz leer, kein einziges Bild da. Sie sind Atheisten, das war auch noch eine Beschuldigung gegen die Juden damals, ja. Ja, und das ist dann der Vorhang, wovon das Christentum weiß, dass es zerriss, als Jesus gekreuzigt wurde. Ja? Und hier ist der Zionsberg Davids, Palais Shiloh, links, wo der Blinde geheilt wurde. Und das ist die Unterstadt, wo die Armen waren, Gesimahartal links, Kidrontal rechts.
Und hier geht es hoch in die Oberstadt, wo die Reichen wohnten. Der Hinrichtungsplatz, ja? Hier ist das Damaskustor. Und hier und von der Antonia dann so rüber. Da ist der Hinrichtungsplatz, Golgatha. Da, weit weg vom Tempel, auf der anderen Seite der Stadt. Wirklich? Ja, außerhalb der Mauer hat er gelitten. Ja, ja. Und hier? Und was war das hier? Der Teich Bethesda vor der Burg Antonia. Ein Denkmal an Alexander Janai, einen der Tempel. Könige. Ja, auch ich freue mich, hier nochmal in Israel sein zu dürfen, am Schrein des Buches, wo wir die Seilrolle gesehen haben. Preis sei dem Herrn. Und dort der Ölberg in voller Pracht, wo die Himmelfahrt und Wiederkunft des Herrn sich ereignen. Die bösen Israelis sind die Kinder der Mauer. Die bösen Israelis, die haben uns hinter dieser Mauer gesteckt. Von wem? Von den Juden? Hier haben sie eine Mauer zum Schutz von den Palästinensern gebaut. Ach, die Juden haben eine. Und nun gehen wir zum Saal des letzten Abendmahls, wo auch das Pfingstereignis stattfand, wo die frühe Gemeinde versammelt war. Hier waren die ersten Jünger versammelt. Auf dieser Stelle wurde diese Kirche gebaut. Die 10 Gebote. Der Ölberg in der Abendstimmung. Man sieht, wie sauber es nun im jüdischen Viertel ist und im armenischen. Die Jerusalemer Synagoge ist wieder aufgebaut in der Altstadt. Und gleich daneben eine Moschee. Also das ist typisch hier. Dieser Jude hat gerade noch eine Zigarette angemacht, bevor er zur kabbalistischen Schulung hineinging. Schwing meine Kinder. Ich muss irgendwo eine Webcam sehen, irgendwo da. Und dann bitte? Hier muss irgendwo eine Kamera sein. Und wir haben es gerade noch. Da haben wir die Kinder angerufen, die können jetzt gerade einmal. Und hier der Aufgang zum Tempelplatz. Der einzige Turm, den Jesus schon damals gesehen hat, der so alt ist. Asael-Turm. Der Turm Davids. Wir sind nun herausgegangen aus dem Jaffa-Tor und haben einen wunderbaren Blick auf die beleuchteten Stadtmauern von Jerusalem. Und nun fahren wir durch die judäische Wüste hinunter zum Toten Meer. Der wusste die Leute, wo ich hin muss. Einfach nach Enbokek am Toten Meer.
Bei schönstem Wetter heißt uns Endwoking wieder willkommen. Auch der McDonald's. Jetzt sehen wir in Bokik auch noch von der anderen Seite, von Zua her. Und hier irgendwo muss Sodom und Gomorra gewesen sein und untergegangen, in dieser Salzwüste. Und da auch ist in Bokik. Eine einzigartige Landschaft inmitten der Wüste. In Bokik am Abend. Hier die blanke Wüste mit meinen Begleitern, aber unten, wo ein Bach ist, ist Leben. Und hier können wir hindurchlaufen, durch den Bach. Und dieser Bach versickert kurz vor Enbokik. Hier geht es mitten hindurch und wo Wasser ist, ist Leben. Tierwelt und Pflanzenwelt. Und hier eine Vielzahl von Höhlen. In eine solche hatte sich Lot geflüchtet, aber auf dem Gebirge Moab. Und direkt unterhalb der Bach. Und nun stehen wir oberhalb von Ein Bokik, oberhalb des Roten Meeres, blicken hinüber nach Jordanien, in das Moabitergebiet. Und hier hinunter nach Sodom und Gomorra und Zoar. Und hier über das judäische Gebirge, durch den Wadi, sind wir hier hinten hochgewandert. Und über uns, wie eine Staumauer, die das Mittelmeer zurückhält, das judäische Gebirge. 6000 Kilometer lang der Meeresgraben, beziehungsweise der Graben des Jordan, Totes Meer, Elat, Rotes Meer und so weiter. Wir sitzen hier oberhalb des Toten Meeres, im Hintergrund das Moabitergebiet und Zoar. Und hier das untergegangene Sodom und Gomorra, unten unser Hotel und hier das Salzmeer. Gott hat sogar aus dem, was unterging, noch etwas Heilsames geschaffen. Das ist seine Gnade. Preis sei dem Herrn. Wir lesen im ersten Buch Mose, dass es Feuer und Schwefel vom Himmel regnete. Und wir sehen auch hier, dass das Gestein durch große Schmelze und Hitze hier sich so entwickelt hat. Vielleicht ist es Vulkangestein. Jedenfalls sehen wir, dass hier große Hitzeprozesse hindurchgegangen sind an diesen Steinen. Direkt bei Sodom und Gomorra. Allmächtiger, heiliger Gott, im Namen deines Sohnes Jesus Christus, danken wir dir, dass wir jetzt hier versammelt sind. Bitten dich, dass du uns leitest durch deinen Heiligen Geist, dass du die Herzen erquickst und stärkst. Danke, dass die Täuflinge sich zu dir bekennen, dass sie dich bezeugen, dass sie deine Kinder sind. Du mögest deinen Segen jetzt darauf legen und uns deine Gnade schenken. Amen. Amen. Christa Beck fragen. Glaubst du an den Herrn Jesus Christus, dass er dein Erlöser und Herr ist? Ja. Hast du Gewissheit der Vergebung deiner Sünden in ja. ihm? Ja. Bist du wiedergeboren durch seinen Geist? Ja. Und möchtest du ihm nachfolgen, solange du lebst und auch im ewigen Leben sein Kind sein? Ja. Dann tritt herzu. Auf das Bekenntnis deines Glaubens hin und im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus taufe ich dich
auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung deiner Sünden, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zum neuen Leben. Dein Taufspruch steht in Psalm 91, Vers 1 bis 2. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Gott segne Amen. Dich. Amen. Es war eine schöne und gesegnete Zeit in Israel. Aber jetzt freue ich mich auf den Heimflug und das Wiedersehen mit meiner lieben Familie.